Tja, was soll ich sagen? Rate my Setup. Kleines Update zum Maracuja-Projekt. Ich werde da gleich in einem anderen Clip noch ein bisschen was zu sagen, wie das mit den Aquarienlampen lief. Es lief auf jeden Fall nicht gut. Und um jetzt zu retten, was noch da ist und auch mit der Anzucht für die kommende Saison zu beginnen, habe ich mir jetzt einfach mal, also es ist keine bezahlte Werbung, aber Werbung ist es dann natürlich, wenn ich das zeige. Ich habe mir halt bei Amazon irgendwas bestellt, in der Hoffnung, dass es vernünftig ist. Ich habe ein bisschen verglichen, habe aber eben nicht so viel Wissen in diesem Bereich für Pflanzenwachstum, gerade so in der Anfangszeit. Und ja, das sah ganz vielversprechend aus. Das ist auch noch so ein süßes kleines Set zum Umtopfen und so dabei. Ja, und da bin ich mal gespannt, ob ich damit besser fahre als mit diesen Aquarienlampen. Es war ja auch nur ein Test. Und dann gucken wir mal, wie das damit läuft. Ist natürlich, also es wirkt natürlich überhaupt nicht wie natürliches Licht, aber so von diesen, das war ja immer das blaue und das rote Licht, was halt spezielle Eigenschaften hat, beziehungsweise bestimmte Dinge bei Pflanzen auslöst. Ich kann das so nicht beurteilen, ich werde es einfach testen. Und auch da lasse ich euch dann wieder teilhaben. Und ich zeige euch auch gleich mal, was von den Pflanzen übrig geblieben ist. Es ist nicht ganz so katastrophal, aber ist es auch nicht gut. Also die Passiflora C-Punkt sehen noch am besten aus. Wobei diese kleinen Palmen auch, die sehen auch noch ganz gut aus. Also die ist sogar ein bisschen gewachsen, die Passiflora. Das kann man tatsächlich behaupten. Da haben wir auch schon meine liebe Zitronenverbene. Der geht es nicht gut. Ich hoffe, ich kann da irgendwas retten. Passiflora soweit okay. Passiflora nicht wirklich gewachsen. Weitere Zitronenverbene sieht ziemlich vergeilt aus und ja, Blätter sind noch da, sind noch nicht alle abgefallen. Ich guck mal. Letzte Palme auch okay. Da sind noch ein paar Samen drin, die ich trocknen habe lassen. Und jetzt werdet ihr euch fragen, wo ist dieses kleine Mini-Gewächshaus, wo die Maracuja selbst drin waren. Da ist nach 4 Wochen oder so auch nichts gewachsen. Dann hatte ich ganz viele kleine weiße Fliegen da auf der Erde sitzen und ich denke, das war auch in dem Abstellraum zu kalt. Und mit dem Aquarium, mit den Aquarienlampen, gut, Licht wäre erst eine Rolle geworden, wenn dann die Keimlinge rausgebrochen wären aus der Erde. Soweit ist es ja gar nicht gekommen, aber man sieht ja hier, was das Aquarienlicht letzten Endes gebracht hat. Das war alles nicht so ganz richtig und ich versuche es jetzt in einem beheizten Zimmer, vielleicht gerade auch mit den Maracuja-Kernen, dass ich die erstmal auf der Heizung selbst großziehe und dann baue ich mir das fertig mit dem Licht und ich werde euch berichten, wie das läuft. So, ich war fleißig. Ich habe mir ein paar Ranghilfen gebaut. Ich hatte noch Bambusstäbe da und habe gedacht, ich mache die Dinge einfach mal selbst, bevor ich jetzt welche kaufe. Speziell für die Passiflora. Kann sich sehen lassen. Die sehen auch echt gut aus. Also ich kann natürlich nicht einschätzen, ob das das normale Wachstum ist. Die ist halt wirklich sehr wenig gewachsen. Ich habe jetzt auch einen Dünger speziell nochmal für die bestellt. Sorgen machen mir weiterhin natürlich die Zitronenverbenen. Und die Palmen hinten, die machen auch, was sie sollen. Ich habe Dünger und Kaffeesatz zusätzlich in meine Pflanzen gegeben. Also ich behaupte auch, die sehen wirklich gut aus im Moment, obwohl die jetzt ewig nichts hatten. Aber da ich die ja jetzt unter den Pflanzenlampen habe, denke ich mir, das ist ja jetzt für die eine andere Phase als irgendwie überwintern. Und deswegen wollen die ja wahrscheinlich auch weiter wachsen und wollen dank dem Licht jetzt auch Nährstoffe haben und das probiere ich denen jetzt einfach mal zu geben. Auch die Passiflora habe ich mit Dünger und Kaffeesatz gefüttert und auch die Zitronenverbene. Und wie man hier zum Beispiel sieht, hier treibt es wieder richtig schön aus.
Also auch schon vor dem Düngen, jetzt allein durchs Licht, ist es in ein paar Tagen schon echt ausgetrieben und auch hier unten ist wieder mehr Grünes dran. Bei der Pflanze auch. Die werde ich jetzt auch nochmal stützen müssen. Und ja, was das Saatgut angeht, Physalis Schönbrunner Gold, die kommen schon raus. Dann habe ich die Ananaskirsche, da ist noch gar nichts passiert. Und dann habe ich hier die Passiflora C, die ich vom Nachbarn gesammelt habe. Da ist bisher leider auch noch nichts passiert. Dann Passiflora Edulis aus den Maracujas, die ich frisch geerntet habe. Auch noch nichts passiert. Und jetzt, man sieht es schon, Passiflora von Samen, die ich gekauft habe. Auch Edulis, also auch Maracuja. Da haben wir zumindest ein Pflänzchen, das versucht rauszukommen. Ich halte euch auf dem Laufenden und bleibe gespannt. Bleibt ihr auch gespannt?